Mein Name ist Sarah Zimmermann. Mein Sohn heisst Simon und ist am 4. April auf die Welt gekommen. Ich bin Andrea und meine zwei Mädchen sind am 19. März vor 5 Wochen auf die Welt gekommen. So oben am 5 Uhr ungefähr. Ich bin Nadine, ich habe 3 Kinder. Meine älteste Tochter ist im Oktober 09 auf die Welt gekommen. Die zweite, der Bub, im Oktober 12. Und das dritte Mädchen ist jetzt im Dezember 14 auf die Welt gekommen. Mein Sohn war in Beckenendlage bis zum Geburtstermin und hat sich also nicht mehr in die Schädellage gedreht. Bei Zwillingen ist heute schon so, dass die Tendenz der Ärzte ist, dass man zum Kaiserschnitt ratet. Und es ist eigentlich unabhängig davon, ob man schon ein Kind hat oder nicht. Die erste Tochter ist ganz normal auf die Welt gekommen, mit Spontangeburt, auch relativ schnell. Der zweite war etwas speziell, weil er Steißlage war. Ich habe aber gleich mich entschieden, eine Spontangeburt zu probieren. Es hat dann nicht geklappt, weil er die Nabelschnur um den Hals hatte. Und dann hat es einen Notfallkaiserschnitt gegeben. Das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das dritte Kind war dann leider auch wieder Steißlage. Und ich wollte zuerst einen normalen Kaiserschnitt machen, damit ich einfach nicht mehr die Hektik habe. Bin dann aber betreut wurde, dass ich mich entschieden konnte, noch mal den Mut zusammenzunehmen, eine Spontangeburt zu probieren. Es gibt wenige Frauen, die man findet, wenn man sucht, die dann schlussendlich wirklich spontan gebären können. Und eben die Ärzte, die auch zum Kaiserschnitt raten. Und darum sind wir auf Aarau gekommen, weil es hier Ärzte mit Erfahrung und ich das Gefühl hatte, man kommt auch gute Sicherheit über hier zu Aarau, weil es nicht eine Ausnahmesituation ist, sondern hier werden Zwillinge, wenn es möglich ist, natürlich geboren. Wir haben versucht, eine Art Akupunktur aus der chinesischen Medizin zu machen. Das hat leider nicht funktioniert. Dann waren wir hier am KSA bei der Frau Dr. Todesco und haben eine externe Wendung ebenfalls probiert. Der Simon hat leider nicht wollen, sich drehen. Die Geburt hat um 14:15 der Nacht angefangen. Ich bin also vom Blasensprung geweckt worden. Und ich habe zuerst gemeint, vielleicht ist es doch noch nicht so weit. Und dann hat sich herausgestellt, doch, es ist so weit. Um 4 Uhr ist die Blase künstlich aufgemacht worden, weil der Muttermund schon so weit offen war. Und innerhalb von einer Stunde haben die Wehen wahnsinnig zugenommen. Und um 5:05 Uhr ist das erste Mädchen auf die Welt gekommen. Ich habe mich auf eine Pause eingestellt, wie es so heisst bei Zwillingen. Ja, es ist dann Pause und geht dann vielleicht nach einer halben Stunde wieder los. Aber es ist dann 10 Minuten später, ist das zweite auf der Welt gewesen. Ich war daheim und hatte Blasensprung wieder und bin im Spital. Und 3-4 Stunden später war sie dann auf der Welt und ich konnte sie in die Arme nehmen. Ich war sehr stolz, dass ich das so entschieden habe. Die Geburt hat sehr schöne Gefühle hinterlassen und es war eine für mich einmalige Situation und ich habe ein Gefühl von einer kraftvollen Geburt, die Simon und ich so zusammen haben dürfen erleben. Für mich war die Geburt wirklich ein super Erlebnis, das so zu wünschen ist, dass das viele so erleben. Das macht einen natürlich stolz, dass man sich für eine natürliche Geburt eingesetzt hat. Und ja, dass man das irgendwie geschafft hat, mit dem eigenen Körper 2 Kinder auf die Welt zu bringen. Durch meine letzte Geburt konnte ich sehr viel verarbeiten und Frieden schliessen mit mir, mit meinem Leben. Und habe sehr viel Ruhe in meine Familie und in mein Leben gebracht. Und das zieht sich bis heute durch.